Sommerzeit ist Urlaubszeit und wie in jedem Jahr stellt sich die Frage, sollte ich mein Depot urlaubsfest machen? Wie denn Anleger tatsächlich mit dieser Frage umgehen? Das wollen wir heute klären mit Lars Brandau, dem Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes. Sie stellten im DDV-Juli-Trend-Zertifikate-Anlegern die Frage, wie gehen Sie in den Sommermonaten mit Ihrem Depot um? Wie ist denn das Ergebnis ausgefallen? Ja, zunächst mal haben erfreulicherweise über 4.200 Personen teilgenommen. Das ist ganz, ganz spannend. Und dann kommen wir mal aus dieser Devise Börsenweisheiten, sell in May, go away. Und jetzt schauen wir uns das alles mal an. Der ganz überwiegende Teil, nämlich fast 69%, sagen mal knallhart, ich unternehme gar nichts Besonderes. So, schauen wir uns die anderen Ergebnisse an. 13% sagen, ich habe bis dato nichts unternommen, denke aber jetzt im Zuge der anhaltenden Volatilität darüber nach. 6,4 sagen, ich sichere mein Depot mit strukturierten Produkten ab und sell away, sell in May and go away, sagen immer noch knapp 12%. Also es gibt tatsächlich Leute, die das beherzigen, aber der große Teil ist tatsächlich so, dass er sich mit seiner Finanzanlage offensichtlich nicht ausreichend oder nicht so intensiv beschäftigt. Das mag darauf zurückzuführen sein, dass viele Leute im Vermögensaufbau sicherlich langfristig denken und da ist eigentlich die Jahreszeit und das Auf und Ab an den Börsen nicht so gefragt, denn da reden die über einen Zeitraum von 10, 15, 20 Jahren, in dem einfach Vermögen aufgebaut wird in Form von Sparplänen oder anderen Produkten. Und insofern muss man einfach gucken, dass die 4.200, die da mitgemacht haben, sicherlich unterschiedlich aufgestellt sind. Wenn jemand Daytrader ist, dann wird er ganz sicherlich nochmal anders antworten auf solche Geschichten und anders am Markt unterwegs sein. Insofern eigentlich ganz interessantes Ergebnis, aber auch natürlich, sagen wir mal, eine gewisse Mahnung an uns, darauf zu achten und darauf hinzuweisen, tatsächlich Leute im Sommer, in aller Regel seit 100 Jahren passiert da nicht besonders viel. Es ist gar nicht so unvernünftig, tatsächlich die eine oder andere Börsenweisheit tatsächlich zu befolgen. Das ist aber schon die Frage. Kann man vielleicht auch sagen, dass der ein oder andere Anleger etwas zu arglos ist? Oder muss man vielmehr sagen, naja, einige Zertifikate bieten eben von Haus aus schon eine gewisse Absicherung? Ich glaube, dass Menschen, die sich tatsächlich mit Finanzprodukten auseinandersetzen, dann schon verstanden haben, dass es an der Börse auf und ab geht. So, das kann aber immer passieren. Das ist jetzt nicht zwingend der Sommermonat. Wer jetzt also tatsächlich über einen längeren Zeitraum, über 10, 15 Jahre denkt, für den ist die Sommerschwankung, glaube ich, relativ irrelevant. Das muss man einfach sehen. Die Frage ist, wie langfristig ist jemand orientiert? Kann man das tatsächlich austarieren, wenn man kurzfristiger orientiert ist? Ja, das kann man. Es gibt solche Produkte dafür. Aber da muss man auch intensiv am Markt dabei sein. Und es gibt natürlich Absicherungsmechanismen. Es gibt solche Produkte. Aber da muss man auch schon, sagen wir mal, ziemlich gut ausgebildet sein und Selbstentscheider sein. Das ist nichts für das Beratungsgeschäft in den Filialen. Also da muss man immer sehen, dass wir in einer Industrie unterwegs sind, die mit zwei Geschwindigkeiten tatsächlich agiert und mit total unterschiedlichen Produktgruppen für Anleger und dann aber eben auch für die Selbstentscheider, die ganz anders unterwegs sind. Und das sehen wir auch in den Ergebnissen. Eine aktuelle Einschätzung von Lars Brandau, dem Geschäftsführer des Deutschen Derivateverbandes. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.